Nein. Ist Hall. Ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja, gut. Schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer. Aber denk immer daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Damit herzlich willkommen zu Watch Dogs. Ja, diesen T-Dex-Dialog haben wir bestimmt schon im letzten Part gesehen und gehört. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt uns dorthin begeben und ich sehe gerade, wie kommen wir da rüber. Wir müssen ja ganz woanders hin. Wir müssen nach links, glaube ich. Ja, hier links sehen wir hier auf jeden Fall schon mal einen Eingang. Okay. Und diese Folge sollte man ein bisschen kürzer machen, weil ich möchte nicht jeden Part so übertrieben lang wie diesen letzten Part machen. 25 Minuten ist eigentlich mein so Durchschnittspart-Länge eigentlich, aber ja, ihr wisst ja, wie lang der letzte Part war, aber nichtsdestotrotz möchte ich ja jetzt nichts Schlechtes dagegen sagen oder so. Es ist ja auch nicht schlecht, wenn die Parts so lang werden, aber es dauert einfach nur sau viel zum Rennen, es verbraucht sehr viel Speicher. Nicht nur das, das ist richtig problematisch für meinen Rechner überhaupt allgemein, weil Fraps beginnt es an zu laggen, wenn es natürlich so wenig Speicher drauf ist und so weiter und so fort. Also ich möchte jetzt nicht zu übertrieben lange Parts machen, also ich werde das schon unterteilen. Das heißt, wir können auch zwischendurch mal cutten, mal dann werde ich halt, bin ich halt gezwungen nächstes Mal irgendwie nochmal neu aufzunehmen. Also ich kann jetzt darauf folgende Parts gar nicht aufnehmen. Das heißt, ich muss immer eine Mission beenden auf jeden Fall. Das heißt, wir machen jetzt in diesem Part, ich werde versuchen, zwei zu machen. Bestenfalls höchstens drei, aber nie im Leben schafft man drei Missionen, auf keinen Fall. Also übertreibt es auch nicht. Ich glaube, Watch Dogs muss man auch dazu. Naja, bei Watch Dogs ist es ja so, dass man hier ein bisschen die Mission einfach mal auch mittendrin einfach starten kann. Und wenn man stirbt, dann ist man halt in der Mitte irgendwo in der Mission. Das ist halt cool. Und man muss halt nicht alles, das meiste wieder neu machen. Das finde ich auch richtig geil hier in diesem Spiel. Und ja, wir müssen jetzt hier nur diese Mission da machen. Wir müssen einfach den Typen da fahren. Jordy Chan? Wie heißt der Typ? Jordy Chan, Chan... Kann Ben und nein, scheiße, was war das denn? Verpisst euch mal. Also, ich sehe gerade, was ich hier machen muss. Ich muss hier durch, okay. Hätte man mir sagen können, aber naja, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich so. Also, ich muss die Mission erst starten, ne? Das ist irgendwie blöd gemacht, aber nichts gegen das Spiel, ne? Aber das ist ein bisschen blöd gemacht. Das ist, weil dieselbe, das ist derselbe Knopf fürs Auto reinsteigen. Mission gesperrt. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Der hat mich gefunden. Dann finde ich ihn besser auch. Jordys Job wird warten müssen. Was? What the fuck? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe immer noch keine Ahnung. Was ist passiert? Er hat mich gefunden, der Fixer. Was zum Teufel? I don't know. Ich habe echt keine Ahnung. So, das ist cool, dass auch auf der Straße so ein grünes Zeichen ist, also man weiß sofort, ob man richtig fährt oder nicht. Man muss ja nicht mal auf die Karte schauen. Das finde ich richtig gut gemacht. Das ist echt super gemacht. Das ist sogar noch viel, viel besser, als was GTA 5 gemacht hat. Natürlich, bei GTA 5 ist es ganz okay. Es hat auch gereicht, aber das ist nochmal eine Stufe besser.
Okay, ein rivalisierender Fixer hat den Auftrag zum Online-Hacking akzeptiert und will Informationen von ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der sie hackt. Er könnte über ihnen, unter ihnen, auf einem Dach, in einem Fahrzeug. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich ihn vielleicht, bevor er mein Handy knackt. Da bist du. Du gehörst mir. Warte mal. Ich kann ihn einfach ausschalten, oder was? Tu den Profiler mal weg. Komm! Ja, dann renn doch, du Penner! So, komm! Schnell! So, jetzt muss ich ihn verfolgen. Ich hätte ihn auch so töten können, aber... Ich wusste einfach nicht, wie man tötet. Also das Ausschalten habe ich noch gar nicht gelesen gehabt. Und jetzt hat Fraps schon wieder seine Tage. Ich weiß nicht, was da los ist. Fraps, bitte nicht. Das muss nicht sein. Das mindert den Spielspaß. So. Da ist es. Da ist der Wichser. Komm her. Alter, der Typ ist... Ah, ich kann nicht fahren mit diesem Auto. Das ist echt sau die komplizierte Steuerung. Komm her. Boah. Ganz ehrlich, musst du so weit fahren, du Penner. Das muss ja nicht sein, oder? Das muss nicht sein. Digga, das muss nicht sein. Warte, wir können doch irgendwas machen, oder nicht? Kann ich nicht ihn irgendwie abschalten oder sowas? Genau, das konnte ich ja machen. Mann, verpiss dich! Komm her. Ja, komm jetzt mal her, Alter. Du wirst mir nicht entkommen. Das kannst du vergessen. Ich erreiche dich noch. Tja, ne? Jetzt sind wir nicht mehr weit. Jetzt bist du nicht mehr weit. Und ich könnte dich jetzt schon ausschalten. Kleiner Pisser. Wie viele von denen gibt es denn noch? Online-Aufträge-App. Oh. Achso, ist das für online nur? Das muss ich aber nicht machen, oder für die Story. Wer sich damit auskennt, das sollte sich mal die in die Kommis schreiben oder sowas. Sie arbeiten nur für Geld. Also hat jemand ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und das sind verdammt schlechte Neuigkeiten. Wenn ich mich nicht irre, kommunizieren die über das Wasser. Notrufzentrale, was ist der Grund Ihres Anrufes? Schicken Sie Ihre Kollegen raus, es gibt Ärger. An alle Einheiten, CTOS-Scan in die. Ja.
Mann, jetzt geht er raus. Okay, Flucht erfolgreich, gut. So, wo muss ich jetzt hin? Also ich möchte ja noch irgendeine Mission machen, weil... Öffne sie die App. Online-Aufträge. Ich muss das machen, okay? Ja, was wollte ich denn machen? Online-Hacking wählen. Okay, warte mal. Auf den Straßen von Chicago hat sich ein rivalisierender Fixer Informationen beschafft, die sie brauchen. Zieh das Handy des Fixers, hacken eine... Ach so! Was du heute kannst besorgen. Mal sehen, was ich für einen Auftrag ergattern kann. Aber ich hab's gemacht jetzt, ne? Gut. Okay. Nächste Mission. Okay, jetzt kann ich Jordys Job erledigen. Irgendeine Art Fahrauftrag. Jemanden irgendwo hinbringen. Aber bestimmt kein typischer Taxiservice. Der Trick bei diesen Jobs ist, den Cops auszuweichen. Och Gott! Ich muss die Brücke hoch. Oder? Muss ich das? Ja, muss ich. Okay, dann gehe ich da mal hoch. Nur wie komme ich da hoch? Das ist immer noch die Frage. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich diese Brücke hoch? Das ist... Ja, ich hab eine Idee. So, ob das klappt, ist natürlich nicht der Sinn der Sache. So. Heb sie mal ab, Bitch. Genau. Genau. Verpiss dich mal. Aber wieso gibt es solche Brücken eigentlich, dass die hochgehen? Gibt es wirklich solche Brücken? Weil das ist doch irgendwie ein bisschen blöd, ne, würde ich sagen, wenn es solche Brücken gibt und man kann mit Autos dorthin fahren. Was ist, wenn es einfach mal so aufgeht, wenn du da drauf bist? Ist doch voll scheiße. Dann bist du vielleicht tot. Dann bist du sicher tot, bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Man kann vielleicht noch überleben. Das kann sein, glaube ich. Aber wieso macht man sowas? Wenn ihr dazu eine Begründung habt, dann schreibt es mal lieber. Ich kann sein, dass ich mich wieder hier unnötig aufrege, weil es so sinnlos ist. Aber... Ich habe nämlich gar keine Ahnung, was das für ein Nutzen sein könnte, Nutzen haben könnte. I don't know. So, ich versuche jetzt täglich Watch Dogs aufzunehmen. Es wird schwierig, wenn Omega Rubin und so weiter draußen sind. Omega Rubin und Smash Bros. U, dann wird es ziemlich schwierig, dass ich noch Watch Dogs aufnehmen kann, aber ich versuch's. So, jetzt kann ich diese Mission machen. Ah, Fabs lag! Fraps, no, go. So, jetzt muss ich nur dorthin gehen. Alles klar. So, perfekt. Na denn. Ja, wir haben immer noch keine Mission geschafft. Das ist ja die erste. Die Westinsel, sagst du. Man verpisst euch. Man verpisst euch, ich bin nie im Leben ein guter Fahrer. Das habe ich euch ja gesagt, aber... So, okay. Was...
den Flüchtling unbemerkt erreiche. Okay, dann, das heißt, ich darf auf jeden Fall nicht in den Scan-Bereich kommen. Das darf auf keinen Fall passieren. Ah, der Flüchtling ist dort. Verstehe. Der ist noch ein bisschen weiter weg als in dem Ort. So, da komme ich hin. Wir machen mal die Ampeln grün. Genau. Was muss ich hier machen, großartig? Einfach nur rein. Mann, geh! Muss es gedrückt halten. Shit. An alle Einheiten, die UN hat die Verdächtigen lokalisiert und markiert. An alle, dem Verdächtigen wurde eine Streife hinterhergeschickt. Na komm, töte mich. Ach, sowas habe ich echt keinen Bock. Komm. Komm, tötet mich. Zum Glück muss ich hier nicht alles noch neu machen. Ich kann mich hier einfach töten lassen und da passiert schon nichts. Fraps! Mann, Fraps ist so scheiße! Das ist so kacke, Fraps! Fraps, hör auf damit! Hör auf damit, okay? Not cool! So, das mache ich lieber so. Aber was muss ich da großartig tun? Soll ich das hacken oder was? Die Chicago Police hat einen nächtlichen Einbruch in einer Produktionsanlage vereitelt. Einer der Einbrecher starb am Tatort, ein zweiter ist auf der Flucht. Rechnen Sie wegen Straßensperren mit Verzögerungen am Parker Square. Okay. Und wir verfolgen den Verdächtigen. Aufpassen, Bitches. Aufpassen. Wir müssen zu diesem Ort erscheinen. Zum Glück sehen die uns noch nicht so ganz. Sondern das ist eher noch im grünen Bereich. Grüner Bereich, so. Ja, ist immer noch im grünen Bereich, würde ich jetzt sagen. Ich muss das erreichen, wie soll ich das denn machen? Ich muss hacken. Wie soll ich da hacken? Das ist die Frage, wie soll ich das hacken? Wie geht das? Wie soll ich das tun? Wie komme ich da rein? Ich kann von dort aus gar nicht hacken, das geht nicht. Was ist hier noch so? Ich wünschte, ich wüsste es, dann könnte ich auch eure Fragen... Warte mal, wir können auch von hinten aus. Ach so. Das passt dann auch, okay. Na denn. Dann widerlegt sich ja meine Frage, ja. Dann komme ich auch locker dorthin. Müssen.
unauffälliges Fahren, wie Sie suchenden Gegner entkommen. Verlassen Sie das Suchgebiet unbemerkt. Sie können sich auch mit dem A in Ihrem parkenden Auto und Fahrzeug verstecken. Achtung, auf kurze Distanz können Gegner Sie und Ihr trotzdem erkennen. Es ist alles schiefgelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Sitz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß, was ich tue. Und deswegen ist dein Kumpel jetzt tot. Halt den Kopf unten. Leitstelle, wir kümmern uns um die Gassen und versuchen, ihn rauszutreiben. Verstanden. Alle Brücken der Umgebung sind oben, außer Well. Aber da kommt gleich Verstärkung rein. Mann, verpisst euch jetzt! Also, wie lautet der Plan? Sprich mit mir. Du musst dich beruhigen. Die ganze Insel ist dicht. Wir bleiben in den Seitengassen. Parkhäuser. Immer außer Sicht. Sobald ich den Motor und die Lichter abstelle, verhältst du dich ruhig. Dann sind wir nur ein geparktes Auto. Verstanden? Ja, ja. Okay. Scheiße, meine Hände hören nicht auf zu zittern. Hast du schon mal einen mit Bauchschuss gesehen? So viele. Sprich mit mir, ich flipp gleich aus. Vielleicht lebt Eddie noch, hä? Der wurde im Bauch getroffen. Hab mal gehört, das sei nicht so schlimm. Ist das wahr? Sowas kann in beide Richtungen gehen. Wenn die Kugel nicht durchgeht, wird das zu bösen Kollateralschäden. Hör mal, die Cops werden antworten wollen. Also wird dein Freund sicher ins Krankenhaus eskortiert. Du hast doch schon viele Bauchschüsse gesehen, hä? Wie viele davon haben überlebt? Überlebt? Konzentrieren wir uns darauf, dich hier rauszubringen, okay? Mein Gott, ich habe Eddie getötet, ich weiß es! Ich habe sie reden gehört und einfach reagiert. Ich dachte, ein Verletzter hält sie vielleicht auf. Ich habe auf den Arm gezielt, Mann. Ich schwöre bei Gott, einer von uns musste es schaffen, oder? Diese Leute akzeptieren kein Versagen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Schützen statt nach einem Einbrecher. Das macht es nicht leichter für uns. Du musst mich rausbringen, Mann! Sonst bin ich am Arsch! Du hast Glück, dass du nicht laufen willst. Hier ist nichts. Irgendwelche Spuren? Ich verstecke mich ja immer noch im Auto. Und hoffe, dass jetzt die Polizei endlich mal weggeht. Oder darf ich auf keinen Fall noch ein Verbrechen machen? Das geht nicht, das darf ich nicht mehr. Die Polizei ist zwar in meiner Nähe, aber die sieht mich von hier aus nicht. Das bedeutet, hier habe ich freie Bahn. Hier passiert mir nichts. Ja, und was ihr gerade hier seht, ist, dass Fraps wieder mal so komplett seine Tage hat. Ja, ich weiß. Fraps, du bist echt schön. Super Programm. Mann, ich muss immer eine Neuaufnahme machen mit Fraps Lag. Das ist so shit. Naja. So, ich warte immer noch im Auto. Wann gehen diese Cops weg und hören auf zu suchen? Das ist doch... Dauert mir zu lang. Geht's jetzt noch? Alter, komm schon. Das dauert jetzt so lange? Ey, das ist doch blöd, dass jetzt noch so viele Bullen da sind. Kann ich hier nicht irgendwas anderes machen? Ich möchte, dass die Polizei jetzt weggeht. Komm, verpisst euch. Wann hören die denn auf, nach mir zu suchen? Wie lange dauert das denn?
Die sehen mich ja hier nicht. Die finden mich überhaupt nicht. Die finden mich nirgendwo. Komm schon, jetzt los. Ich kann langsam kein A gedrückt mehr halten. Meine Fresse. Ich hab's jetzt losgelassen, damit du Bescheid wisst, und jetzt mache ich es wieder rauf. Typ versteckt sich ja immer noch nicht. Dann ist er das Blöde, der versteckt sich ja nicht. Bitte lasst mich jetzt doch endlich mal gehen, oder? Vielleicht muss ich auch nur einfach nur das rechnen. Ja komm, ich gehe jetzt einfach hin. Ist mir so egal. Ich komme da gar nicht mal raus, das ist das Blöde. Nein, nein, verpiss dich. Verpisst euch. Mann, verpisst euch. Ach, ich darf gar nicht von der Polizei erst entdeckt werden. Das ist das Blöde. Oh. Das heißt, ich darf gar nicht von der Polizei entdeckt werden. Ich muss sie aber nicht loswerden, auf jeden Fall. Das heißt, wir dürfen... beides nicht. Das ist echt schon eine miese Mission. Ich habe hier ganz halt gewartet, 10 Minuten lang mindestens. Und ja, ich habe keine Ahnung. Naja, dann werden wir jetzt mal der Sache auf den Grund gehen. Und mal gescheit fahren. Es ist alles schief gelaufen. Eddie ist tot. Ich habe ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und halt den Mund. Halt dich an den Plan. Ich weiß was. Verdammt, ein Streifenwagen. Ich sehe. Mann, das kann ich ja nicht wissen, ey. Das kann ich nicht wissen, ey. Komm, das muss jetzt mal ein bisschen schneller gehen mit dem Laden, ey. Hi, hopp, 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 hopp. Not me. Komm schon, Alter. Wie scheiße ist das Laden, dieser Ladebildschirm da? Dauert Ewigkeiten. Warum? Warum dauert das so lang? Komm schon. I wait. I'm waiting to you. You ho. Es ist alles schief gelaufen. Eddie ist tot. Ich hab ihn da liegen lassen. Oh Mann, die Bullen kamen aus dem Nichts. So eine Scheiße. Folg einfach der Strecke und halt die Augen offen. Die Bullen suchen uns. Deine Strecke ist Selbstmord. Setz still und... Verdammt, ein Streifenwagen. Ich sehe. So. Wo waren die Straßensperren? Da links war die Straßen... Ja, das sieht man sogar hier. Danach Blatt. Warte mal. Just
So, hier entlang. Sehr schön. Wir haben es geschafft. So, jetzt die Brücke nach oben. Fraps! Fick dich, Fraps! Ganz ehrlich mal, das muss jetzt nicht sein, oder? Das muss nicht sein. Das ist nicht cool. Überhaupt nicht. Das ist nicht cool, Fraps. Das ist nicht cool. Nein. So, dann, let's go. Okay, da sind wir. Geschafft. Wir treffen ein paar Leute hier. Vermassel es jetzt nicht. Verdammt nochmal. Das ist Lucky Quinn. Der Boss vom Club, was will der? Er trifft sich nicht mit uns, sondern mit dir. Niemand wusste was. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das sollte gar keiner sein. Ich meine, das ist eine Computerfabrik, oder? Ich drehe mich um und der Alarm geht los. Die Bullen waren so schnell da. Ich habe nicht... Ruhig jetzt. Es ist vorbei, Sohn. Wenigstens habe ich's, stimmt. Darum geht's doch. Genau darum geht es tatsächlich. So funktioniert die Welt. Nicht viel Raum für Fehler. Oh, das verstehe ich, Mr. Quinn. Es war aber nicht mein Fehler. Wirklich nicht. Beruhige dich. Es ist gut. Beruhigt. Hast du deine Mama angerufen? Deine Freundin? Dein Mädchen? Nein, Sir. Ich war alleine. Das ist gut. Sehr gut. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an. Wenn ich noch eine Lieferung brauche. Lucky Scheiß Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hätte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißklappen? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Trenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Fahraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Oh, das ist nett. Das können wir mal schauen, Fortschritt. Das möchte ich mal schauen, Fortschritt. Wie weit bin ich? 2,7%. Das ist nicht viel. Das ist eigentlich rein gar nichts noch. Nichts ist das. Null. Nothing. Naja, wir haben jetzt eine Bankmission anscheinend. Und ja. Ja, was ist los? Wir haben jetzt zwei Missionen. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal.
Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Okay, das wird im nächsten Part weitergehen. Ich wollte ja nicht so übertrieben aufnehmen wie der letzte Part. Und ja. Ich denke, der Part ist jetzt ziemlich lang genug. Ich will jetzt auch nicht darüber im heißen Brei reden, weil es geht um einen Speicher groß im Ganzen. Weil 60 FPS und so eine Quali, wie ich die hier gerade liefere, die verbraucht sehr viel Speicher. Auf jeden Fall haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part von Watch Dogs.